Heute machen wir Stadtmauer. Ich habe gedacht, jetzt haben wir schon wieder so viele Cobblestones. Da können wir mal gucken, ob wir da noch einmal rumziehen, wie weit wir kommen mit den Steinen, weil ich werde eh wieder farmen müssen. Aber das mache ich alles im Off. Ja, das ist jetzt die 130. Folge und ich bin die Melli und das ist Let's Build Village. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir wechseln in den Ego und dann geht's auch schon direkt los, dass wir jetzt hier die zweite Reihe ziehen. Das war jetzt so nicht geplant. So, jetzt muss ich aber einmal das machen, weil das mag ich gar nicht. So falle ich wenigstens nicht runter, deswegen sind es immer zwei. So, wir ziehen jetzt einmal komplett durch und ich werde auch keinen Speed reinlegen, sonstiges. Wir gucken, wie weit wir jetzt mit denen kommen, weil. Ja. Ich habe jetzt nur noch mit dieser Folge sechs, also sieben Folgen vor mir, die ich noch komplett aufnehmen muss. So. Dann habe ich das auch erledigt. Dann habe ich bis nach meinem Urlaub erstmal genug Folgen. Muss mir keine Gedanken machen und sehe gerade, das war wieder blöd. Ja, schauen wir mal, ob wir in den nächsten Folgen hier mal so ein paar Türmchen bauen. Ja, du bist jetzt aber ein bisschen im Weg, ne? Ich habe jetzt gerade meine. Ja, so viel ist da, glaube ich, nicht drin. Oh, da ist doch mehr drin, als ich dachte. Okay. Ja, gut. Ah ja, okay, so viel war das jetzt auch wieder nicht. So. Jetzt haben wir hier. Ich glaube, irgendwie ist da jetzt. So, bis hierhin nur, ne? Ja, dann können wir da so ein bisschen den. So, dann geht's eigentlich praktisch. Oh, jetzt weiß ich, warum ich so schnell bin. Geht es hier weiter? Eigentlich. Aber ich kann hier keinen Doppelten machen, ne? Auch von der anderen Seite. Das heißt, ich müsste hier. Ja, gut, dann müssen wir mal überlegen, wie wir das jetzt hier machen. Ob ich das jetzt von hier aus mache. Und ob wir das, so. Ja, das wird nicht so leicht sein. Aber ey, wie kann man jedes Mal so laut die Musik haben? Alter. Ja, meine Tochter, die übertreibt das schon mal gerne mit der Musik. Aber ich habe ja zum Glück. Oh, da ist irgendwo wieder eine Riesenschlange. So. Das klappt aber bis jetzt ganz gut, muss ich sagen. So, dann gucken wir mal. Jetzt geht es hier nämlich wieder hoch. So, bis hier hin und dann sind wir hier lang. Oh. Mein Gott. So. Ja, volle Konzentration. So, bis hier bin ich. So nicht. So. So. Ah, jetzt haben wir okay diese Höhe. Merke ich schon, dass ich da nicht sehr weit gekommen bin, aber das ist ja nicht schlimm. Weil doppelt wollte ich die eh machen, aber irgendwie habe ich das bei dem Bau nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber egal. So, jetzt sind wir. So, und jetzt müssen wir hier einmal. Hallo, willst du mich runter? Danke. So. Machen wir jetzt nur bis zu einem gewissen Grad und dann ist es halt dünner, mein Gott. So. Ach, hier hätte ich hochgehen müssen. So. Ja. Oh, ich habe so viel Speed auf dem Popo, ne? Das ist. Ja, genau.
So, dann machen wir jetzt hier noch. So, auf eine Höhe. So, das war es dann auch schon, weil hier kann ich sie jetzt nicht machen. Das lasse ich dann aber auch. Weil bis hierhin geht sie ja nur. Und dann kommt ja der Hafen schon wieder. So, dann gehen wir jetzt mal da hinten hin und dann gucken wir, dass wir das jetzt irgendwie auf eine Länge kriegen. Hier lassen wir das auch. Na, gehst du wohl. So, jetzt geht's wieder ein bisschen zivilisierter weiter. So. Dann haben wir irgendwie... zumindest irgendwie auf eine Höhe kommt. So. Halt. Jetzt müssen wir die nächste Reihe voll machen. So. Na? Das liebe ich ja, ne? Man jumpt und dann setzt man doch keine Blöcke. Irgendwie lustig. So, jetzt geh doch mal runter. Danke. So. So, jetzt haben wir zumindest alles so ziemlich auf eine Höhe. Weil dann ist das auch ein bisschen einfacher, da hinterher die Mauern zu ziehen. Ja, mit Schiff kommt man auch unheimlich weit und hoch und ja, ich und meine falschen Tastenfolgen, ne? Das passiert aber auch jedes Mal. So, da haben wir jetzt die eine Höhe erreicht. Ja, das meine ich so, dass man kann man direkt nämlich hier mitmachen und dann hat man... Lala. Ne? So meinte ich das. Dann könnte, kann man das nämlich zack, 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 zack machen und dann passt das wieder. Hier haben wir jetzt nämlich alles schön. Oh mein Gott. Da wimmelt es aber von Pferdchen. So. Zack, zack, zack. So. Ups, da ist schon der nächste Stecken leer. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie weit wir jetzt mit den Bruchsteinen kommen. Weil die Türmchen werde ich dann wieder aus einer anderen Sorte bauen, damit da so wieder dieser Kontrast reinkommt. Ich meine, okay, die Mauern sind noch nicht ganz fertig. Das ist jetzt nur der Rohbau, auf gut Deutsch gesagt. Mehr ist das eigentlich nicht. Na. Alter Schwede. So, jetzt werde ich mal in den Speed ein bisschen runterklatschen. Da kriegt man ja die Pepernelle, wenn man das macht. So, und komm, baue ich mich wieder. So, die wollte ich ja... Obwohl, die konnte ich auch noch. Oh. Oh, was ist denn hier passiert? Das ist aber dann nicht ganz richtig. Oder wir machen das so. Was haben wir jetzt hier? So. Okay. Hier habe ich ja gesagt, bleibt es so. Obwohl, hier könnte man von innen bauen. So, zack. Oh. Machen wir von hier aus. So. Ja, der Rest wird ja mit Bäumen zugepflastert. So. Das ist aber Erde. Habe ich Erde? Hab ich? Ja, habe ich. Habe ich, habe ich. Den könnte ich auch umtauschen zur Erde. Habe ich Erde noch? Nö, das war der einzige. Ja gut, So, jetzt könnten wir eigentlich... Oh. Gucken, dass wir jetzt hier weiter so zu... Moment. Jetzt haben wir wieder eine gerade Zahl. Perfekt. Ja, so mag ich das. Deswegen immer gerade Zahlen, weil dann fallt ihr nicht runter. Wenn da mal die Stecken ausgeht und ihr das nicht merkt.
So. Und tang, tang, tang. Und da war das Ding auch schon wieder leer. Nein. Also die Mauer wird noch einiges schlucken, weil die ist noch nicht auf der finalen Höhe. Also da ist noch ein Potenzial. Ich muss mal nachher nachzählen, wie viele, wie hoch wir eigentlich überhaupt allgemein sind. Ja, wir. Oh, ich glaube, da stirbt gerade ein. So, wie hoch haben wir das denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4. Wo sind die? Ich denke mal, irgendwo hier unterirdisch, ne? Weil wir haben ja teilweise, habe ich jetzt gesagt, 4, ne? Oder? 1, 2, 3, 4, ja. So, jetzt machen wir den Speed wieder hoch. Ja, das hört sich immer an mit denen. Leo mir. Siehst du? So, und wir haben hier gerade mal 2. Das heißt, hinten. Hallo. Das war jetzt, creepy. So, das heißt, wenn wir die jetzt, auf 4 kriegen, haben wir zumindest die Finale. Nicht die finale Höhe, aber zumindest alles auf 4. Und dann passt das. So. So, ich denke mal, so auf 6 bis 8 werde ich die hochziehen. So ist zumindest der Plan. Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr 8er Höhe okay findet. Weil da kommen ja noch ein paar Sachen rein. Also ein paar Steine werden wieder ausgewechselt. Also da mit der, oder ich baue mit anderen Steinen oben drauf. Schon ein bisschen Moosbälle da dran, weil mittlerweile weiß ich auch, wie man die craftet. Und von daher. So, und da wir jetzt hier bei 4 sind, könnte ich ja eigentlich jetzt schon mal hier so das Tor andeuten, ne? Warte. Und dann könnte man auch herausfinden, auf welche Höhe wir im Endeffekt müssen, ne? Weil bei dem Tor wollte ich dann mindestens 2 dann noch drüber gehen. Das steht fest. Aber wir ziehen jetzt erstmal alles auf 4. So. Ich weiß, das ist mal wieder richtig schön langweilig. Im Grunde hätte ich ja auch ein Thema nehmen können, ne? Bei sowas. Ja. Das aber. Ach so, da könnte ich ja eigentlich nutzen, mal hier eine kleine Ankündigung zu machen, weil ich habe, sag mal, so ein Real-Life-Video im Hinterkopf. Wie ihr alle wisst, habe ich durch eine OP ja mächtig an Gewicht verloren. Ich würde euch gerne in einem so einem Real Talk Video mehr darüber erzählen. Die Frage ist, interessiert euch das überhaupt? Weil dann würde ich das, sag mal, irgendwann online stellen. Schon wieder leer. Das ist echt ein Ding. Ach so, ich bin ja unten voll. Ne? Also zu diesem Zeitpunkt, wo ich diese Aufnahme mache, habe ich das Video noch nicht gedreht. Aber es ist halt die Planung. Es soll halt so ein Dreiteiler werden von meinen ersten 10 Jahren in der Familie und ja, so ein bisschen von der Seele reden. Ich werde natürlich nicht jede Details preisgeben, aber so ein bisschen davon, wie und warum so viele Dinge bei mir passiert sind, warum ich damals auch mal so ein bisschen schüchtern war und so ein bisschen über meine Schulzeit. Dann, ich habe schon gedacht, das ist jetzt ein Lama. Aber in der 1.7 gab es ja noch keine Lamas. Ja. So. Also dann auch bis hin zu meiner OP, wie sehr es mein Leben verändert hat und so weiter und so fort. Auch werde ich wahrscheinlich Bilder einblenden, wo man halt so diesen Verlauf sieht. Wenn euch das interessiert, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet und dann halt auch fleißig in den Kommentaren vielleicht ein bisschen mitredet. Ja. So. Dann gucken wir mal jetzt, wie weit wir jetzt mit den ganzen Steinen kommen. Also ganz rum, denke ich mal, werden wir nicht kommen. Aber wenn ich hier, sag mal, die Löcher so setze, wenn ich den Boden austausche, die können wir ja hinterher hier rein verbauen. So. Und dann
Ja, manchmal bin ich ein bisschen ruhig, aber das ist einfach nur, weil ich Angst habe, dass ich mich hier irgendwie nochmal verbaue. Aber bis jetzt muss ich sagen, toi toi toi, ne? So, und hier wäre... Nee, kann ich ja gar keinen. Ich habe ja weder Bombus noch sonst was. Jo, komm, hier kommen jede Menge Bäume. Die beiden Plätze sind schon reserviert für eine Weizenfarm und eine Kuhfarm. Hühner und Schweine kommen hier mit ins Dorf rein, weil die sind nicht so wirklich groß. Und ich denke mal, Kühe hier drinnen. Nee, ich glaube, Schweine waren im Mittelalter nicht so glaube ich. Also, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Aber ich glaube, in der Innenstadt Kühe zu halten, ich glaube, das war früher schon nicht so wirklich prickelnd. Von daher werden wir die nach außen halt, nach außerhalb setzen. Aber das machen wir noch. Das machen wir noch. Also langsam neigt es sich auch mit meinem Platz zum Ende. Also viel an Fläche, wo ich was hinbauen kann, habe ich jetzt nicht mehr. Also ich habe jetzt eine Fläche da hinten noch. Hier kommt ja der komplette Marktplatz hin. Das ist ja auch komplett schon verplant. Ja, was ich hier hin mache, weiß ich noch nicht. Da kommt Schuster und hast du nicht gesehen. Ja, und der Hafen ist ja auch mit Kasernen und kleinen Hotels. Oh. Gut. Das ist jetzt aber auch schon... War nicht mal so schlecht. Verplant. Schule weiß ich ja auch, wo die hinkommt. In der kleinen Bibliothek. Ja, und der Rest wird dann wahrscheinlich mit vielen Kasernen und so weiter aufgepeppt. Ja, das könnte man ja dann hier nochmal so hinbauen, ne? So. Aber zu tun haben wir trotzdem noch. Also, wenn ich jetzt einmal grob schätzen sollte oder könnte, würde ich sagen, es wird darauf vielleicht hinauslaufen, dass wir eine dritte Staffel machen, welche aber dann womöglich die letzte sein wird. Also ich habe gesagt, ich baue das Ding hier komplett fertig. Ja, und dann kommen wir aber ganz gut voran dafür, dass ich nur ohne Speed heute arbeite. Das ist gut. Weil wir sind ja jetzt bei 130, also das ist hier die 130. Folge. Wie ihr seht, so wirklich viel steht jetzt noch nicht, aber das ist der letzte Stecken, aber ich würde sagen, ich hatte eigentlich geplant nur zwei Staffeln. Ja. Sagen wir so, dass die letzte Schafe. Wir brauchen noch eine. Ja, die können wir hier hinbauen. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Mit Wald drumherum. Das passt. So, das war's mit den Steinen. Oh, viel habe ich jetzt. Das ist doch, das ist noch eine ganze Strecke. Das ist noch eine ganze Strecke. Ja, hier müssen wir noch auffüllen. Oh ja. Yeah. Okay. Ja gut. Ja gut, also so wenig Platz ist jetzt hier auch nicht mehr. Also hier kommen noch ein paar andere Sachen hin. Uff. Ja gut. Den spiegeln wir. Das hauen wir hier hinter nochmal. Dann haben wir da auch, aber das werden dann mehr oder weniger andere Sachen. Ja, ein paar Wohnhäuser werden wir definitiv auch noch hier hinbauen. Die brauchen wir. Also, ne? Hier so. Hier kommt nochmal so. Ja, also eigentlich haben wir noch genug Platz. Ja. Ne? Ich fliege jetzt mal ein bisschen hier rum. Ne? Das wird Handelsmarkt. Hier können wir Kasernen und so weiter hinbauen. Hier auch mit Schuhstallen drum und dran noch. Also wir haben noch ein bisschen was. So, und da der Herr Flix ja auch eine ganze Liste in meine Kommentare gepackt hat, werden wir uns da auch noch ein bisschen dran bedienen, weil da habe ich bis jetzt nur den Schuster. Aber hier können wir auch eine Kaserne. Obwohl, nee, direkt neben dem Bauernhof wäre das irgendwie blöd, ne? Ach, da werden wir uns schon was reinfallen lassen. Aber dieser Hof. Machen wir mal F7 an. Oh, wir haben ja... Stimmt. Wir haben ja noch nicht mal Nacht. Na, egal. Da ist... interessant. Interessant, aber... Hier dürfte eigentlich... So. Oh.
habe, wie gesagt, die restlichen Löcher kommen noch mit Glowstone, aber dafür muss ich in den Nether. Und dann sag ich mal, beenden wir die Folge heute hier. Und ja, wenn ihr neu seid, würde ich mich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Wenn ihr Ideen habt, haut es mir in die Kommentare. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es Freitag wieder heißt Let's Build Village. Wir bauen ein kleines Dorf im Stil des Mittelalters. Also nicht ganz Mittelalter, sondern Spätmittelalter. Und ja, sagen wir so, etwas ältere Häuser und nicht so modern. Ja, und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.